Die wichtigste Konfrontation des Jahrhunderts beginnt genau jetzt. Ich fordere dich zum Kampf heraus, Schokoladenliebhaberin. Ich bin bereit. Großartig. Möge die Stärkste von uns gewinnen. Das werden wir jetzt herausfinden. Du musst ausweichen, um von meinen Lasern nicht getroffen zu werden. Ist okay, das werde ich schaffen. Ich habe etwas Größeres für dich, einen Haufen Schokoriegeln. Damit kannst du mich doch nicht erschrecken. Du wirst jetzt meine Hauptwaffe erleben. Kaugummiblasen, mach dich bereit. Ich sehe, es steht bereits so viel auf dem Spiel. Aua, das tut weh. Ich kann mich kaum auf den Beinen halten. Ich habe dich gewarnt, dich nicht mit mir anzulegen. Hä? Was soll das denn jetzt? Sieht aus wie der Beginn einer neuen Challenge. Sieht so aus, als hättest du recht, Emma. What? Ich mag diese Regenbogendekoration überhaupt nicht. Hallo zusammen. Das ist auch schon unsere erste Runde. Diese Schokoladenkekse sind großartig. Große Sache. Ich habe ein riesiges Stück Kaugummi. Das finde ich cool. Ich bin auch schon bereit, damit anzufangen. Hey Emma, stimmt was nicht? Ich kann diese Packung nicht öffnen. Was soll das? Oh, ich habe eine Idee. Mich wird nichts aufhalten. Ich werde diesen Kaugummi noch bekommen. Ich habe ein Brecheisen. Oh, selbst das funktioniert nicht. Emma, jetzt sei doch vorsichtig. Tut mir leid, ist einfach aus der Hand gerutscht. Das wollte ich nicht. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ich werde mir einen Hammer besorgen. Ah, was ist denn jetzt los? Heute ist eindeutig nicht dein Tag. Da hast du recht, aber es muss doch einen Ausweg geben. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ich muss nur ein bisschen trainieren. Und dann werde ich diese Packung mit den eigenen Händen öffnen. Oh, mein Bizeps ist größer geworden. Großartig. Jetzt bin ich ein echter Kraftprotz. Das schaffe ich doch in 0, nichts. Ich hab's geschafft. Hab ich's doch gesagt. Emma, du machst mir Angst. Keine Sorge, ich werde dir nicht wehtun. Außerdem sind meine Muskeln bereits erschöpft. Wie auch immer, Hauptsache, ich bin an meinen Kaugummi rangekommen. Ich liebe es. Jetzt wird's aber Zeit für eine richtig tolle Kaugummiblase. Ich glaube, du solltest langsam Schluss machen. Sorry, ich glaube, ich werde das beenden müssen. Was hast du getan, Monika? Jetzt bin ich voller Kaugummi. Rosa steht dir gut. Aha, wie lustig. Ich werde dich nicht stören, du hast viel zu tun. Ich muss mich beeilen, um meinen Schokokeks zu probieren. Er wartet schon eine Ewigkeit auf mich. Schau mal, wie viel Creme da drin ist. Wunderschön. Mann, ist das lecker. Ich glaube, das ist das letzte Stück Kaugummi. Ah, ich sehe, du hast deinen Spaß, Monika. Ich hätte gerne auch etwas zu essen. Kekse sind keine schlechte Wahl. Ich weiß auch schon, wie ich drankomme. Monika, willst du etwas Milch? Klar, ich liebe es, die Kekse da reinzutauchen. Oh Mann, das Glas ist einfach zu klein für diesen großen Keks. Der passt ja gar nicht rein. Lecker. Diese Creme schmeckt einfach perfekt. Hey, das war mein Keks. Ich habe dir nicht erlaubt, ihn zu essen. Nimm das, Emma. Erst der Kaugummi und jetzt die Milch. Willst du mich verarschen? Du hättest nicht das nehmen sollen, was dir nicht gehört. Aber ich wollte doch nur was probieren. Eine neue Portion Kaugummi. Fantastisch. Monika, schau mal, wie viel das sind. Die muss ich erstmal abzählen. Kaugummi ist doch nichts Ungewöhnliches, aber Schokoladenchips. Hast du sowas schon mal gesehen? Nimm dir Zeit, Emma. Diesmal fange ich an. Mal sehen, was haben wir hier? Wow, das sieht ja toll aus. Und riecht großartig. Mh, die Schokolade ist einfach köstlich. Zergeht nur so auf der Zunge. Ich liebe diese Chips. Ich könnte sie den ganzen Tag lang essen. Gut, dass ich eine ganze Packung habe. Ich hätte nie gedacht, dass man aus Schokolade Chips machen kann. Das ist ja eine schöne Überraschung. Oh Mann, sieht so aus, als wäre das Paket bereits leer. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Habe ich alles so schnell aufgegessen? Ah, hier ist noch ein Stück drin. Wieso komme ich nicht dran? Was zur Hölle? Oh nein, jetzt steckt meine Hand in dem Ding fest. Was soll ich tun? Aua, mein Kopf tut weh. Monika, manchmal kannst du so ungeschickt sein.
Hilf mir bitte. Ohne dich schaffe ich das nicht. Sieht so aus, als könnte ich dir nicht helfen. Also werde ich wohl mit der Dose weiterleben müssen. Tut mir leid, Monika. Ich habe keine Zeit. Ich muss mich nämlich um meine Kaugummis kümmern. Ich habe auch schon herausgefunden, was ich daraus machen kann. Ich fange damit an, alle zusätzlichen Packungen loszuwerden. Super. Das ging schnell. Und jetzt nehme ich mir von jedem Band etwas und stecke das alles in den Mund. Sieht richtig cool aus. Wollte ich schon immer mal ausprobieren. Oh, schau mal, wie die Kaugummis sich dehnen. Ich liebe es. Erinnert mich an Nudeln, aber viel süßer. Sieht so aus, als würde ich dieses Ding nie loswerden. Moment, ich habe eine Idee. Emma, ich brauche deine Hilfe. Was willst du damit andeuten? Komm näher, ich werde es dir erklären. Hey! Was erlaubst du dir? Ich habe meinen Kaugummi ausgespuckt. Genau das wollte ich auch erreichen. Schau her, die wird mir helfen, die Dose zu entfernen. Aha. Ach so, das ist dein Plan. Jetzt habe ich es verstanden. Was sitzt denn rum? Hilf mir. Komm schon, zieh mich. Nicht so stark, ich fall doch. Tut mir leid, aber das hast du doch gewollt. Ich habe mein Bestes gegeben. Was für schöne Sterne. Wow, Monika hat es doch noch geschafft, das Chipsstück zu bekommen. Das muss ich mir schnell schnappen. Richtig lecker. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Schaut mal, ein ganzes Glas Nutella. Und ich habe zwei Tuben von irgendetwas Seltsamem. Sieht aus wie Zahnpasta. Was soll das? Ich werde loslegen. Ich kann es kaum erwarten, diese Nutella zu probieren. Aber dafür brauche ich einen Löffel. Wobei, nein, wer braucht schon einen Löffel? Ich schaffe das auch mit dem Finger. Lecker Schmecker. Ich krieg einfach nicht genug davon. Übrigens, ich kann direkt aus dem Glas essen. Das sieht richtig eklig aus. Ach komm schon, Monika. Leckst du etwa deinen Teller nie ab? Ich finde, das ist doch das Leckerste überhaupt. Emma, geht's dir gut? Du machst mir Angst. Oh nein, oh nein. Das Glas klebt an meinem Gesicht. Hilf mir, ich krieg's nicht mehr ab. Ich wusste doch, dass das so enden würde. Halt dich fest. Danke, Monika. Gern geschehen. Sag mir, wenn du noch was brauchst. Was ist aus meinen Lippen geworden? Das ist hier einfach furchtbar. Ich sehe aus, als hätte mich eine Biene gestochen. Oh Mann, ich finde, das steht dir. Da gibt's wirklich nichts zu lachen. Ich werde das wieder hinbekommen. Na also, habe ich's doch gesagt. Ist doch viel besser, nicht wahr? Einverstanden, Emma. Okay, jetzt muss ich meine Portion probieren. Was ist das nur? Mal sehen, was in der Tube drin ist. Riecht köstlich. Das ist so schwer herauszupressen. Das zieht sich total komisch. Das ist keine Zahnpasta, das ist Kaugummi. Voll cool. Schau dir diese Blase an. Ich liebe es. Ich bin froh, dass ich die bekommen habe. Aber zu schade, dass es nur so wenig ist. Ich werde das Vergnügen buchstäblich in die Länge ziehen. Ich glaube, es klappt gut. Sieht aus wie ein Spinnennetz. Darin kann man sich verheddern. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Ich dehne einfach meinen Kaugummi. Oh, Monika, ist alles in Ordnung? Nein, ich stecke fest. Ich kann mich nicht bewegen. Na, habe ich doch gesagt. Ruh dich aus, Monika. Mir geht's gut. Ich mag es hier, Susie. Schau mal, da habe ich was auf dem Tisch. Ein Schokohase, ist der süß. Da hast du Glück gehabt. Er sieht zwar ziemlich niedlich aus, aber ich werde ihn trotzdem essen. Kann ich ihn mir genauer ansehen? Du willst was abbeißen. Das werde ich nicht zulassen. Er gehört mir. Hoffentlich ist das auch wirklich Schokolade. Ich will doch nur ein kleines Stückchen probieren. Susie, find dich damit ab. Das ist mein Hase. Ich gebe dir nichts ab. Das wollen wir ja noch sehen. Lässt du mich was abbeißen? Susie, ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Aber bitte. Ich habe fast alles aufgegessen.
Mann, du hast mich tatsächlich ohne Schokolade gelassen. Ich muss ihr die Laune heben. Ich mag die Challenge nicht. Ein riesiges Kaninchen, Hilfe! Ich bin es, Susi. Was für blöde Witze. Sag bloß, das wäre nicht witzig. Ist ja gut, ich habe alles verstanden. Mal sehen, was unterm Deckel ist. Ein echtes Kaninchen. Ist ja schön. Ich will es streicheln. Zack, nimm deine Finger weg. Das ist mein Kaninchen. Ich wollte es doch nur anfassen. Ich habe eine super Idee. Ein Zylinder, interessant. Ich zeig dir einen Zaubertrick. Dafür brauche ich das Kaninchen. Das kommt in den Zylinder. Na, mach schon. Und weiter. Und weg ist das Kaninchen. Unglaublich, das ist ja Zauber. Okay, gib mir es sofort wieder zurück. Das wird schwerer, als ich gedacht habe. Ich suche mal. Seltsam, mein Regenschirm. Der kommt zurück. Was haben wir sonst? Bunte Fahnen. Wo kommt das ganze Zeug her? Sorry, das ist alles, was ein Zauberer braucht. Ich suche weiter. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Oh, was ist das denn? Na endlich! Komm her, mein Kleiner. Ich hab dich vermisst. Na siehst du, hättest dir keine Sorgen machen müssen. Kleiner, lass dich streicheln. Ich liebe es, auf Stühlen zu schaukeln. Pass auf, du fällst noch. Mach dir keine Sorgen. Was ist das? Ich habe einen Schokoball. Ich habe einen ganz normalen. So viel Schokolade. Unglaublich. Der Ball ist ganz schön schwer und riecht gut. Was soll ich mit einem echten Ball anfangen? Ich habe eine Idee. Ich spiele Basketball. Ich muss mich nur kurz umziehen. Hier bis zu mir steht die Form. Schau mal, was ich kann. Oh, Susi, ich bin überrascht. Ich zeig dir, was ein guter Wurf ist. Aufgepasst. Oh nein, der ging daneben. Aua, mein Kopf. Wie geht es dir? Was habe ich angerichtet? Du meine Güte, wie peinlich. Das ist ja ein Schokoball. Jetzt gehört er mir. Was hast du gesagt? Susi, halt! Den kriegst du nicht so einfach. Was hast du angerichtet? Jetzt ist er weg. Schau mal, wir haben den Korb getroffen. Werden wir es schaffen? Ich hoffe sehr. Ja, Susi, wir haben es geschafft. Lass dich drücken. Jetzt gehört er mir. Oh nein, meine Schnürsenkel sind offen. Ich falle. Oh nein, der Ball ist direkt unter mir. Ich habe ihn kaputt gemacht. Das hat wehgetan. Aber okay, Hauptsache es geht mir gut. Übrigens lässt er sich so viel einfacher essen. Was machst du, Susi? Das ist meine Schokolade. Oh Mann. Es ist noch viel auf meinem T-Shirt geblieben. Ich frage mich, was uns diesmal erwartet. Wollen wir vielleicht Plätze tauschen? Sag, mir wird schwindelig. Hör auf. Okay, wie du meinst. Ich habe einen echten Hotdog. Ein Schoko-Hotdog gefällt mir viel mehr. Lustig das. Ich habe Tabasco bekommen. Und ich Schokosoße. Perfekt. Die passt hervorragend zu meinem Schoko- und Hotdog. Ich sehe, du hast weniger Glück gehabt. Halte durch. Du kannst anfangen. Nein, ich kann dich gerne vorlassen. Wobei, je schneller ich damit beginne, desto schneller ist es vorbei. Ich hasse alles, was scharf ist. Ich gebe nur ein paar Tropfen drauf. Hey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Lass dir helfen. Hör auf, Susi, hör auf. Tu das nicht. Beruhig dich. Das ist doch nur ein Spiel. Geh die Sache lockerer an. Was hast du angerichtet? Wie soll ich das essen? Ich kann dir gerne dabei helfen. Nein, danke. Ich mach das schon. Seltsam. Das ist ja gar nicht scharf. Ist voll cool. Das freut mich. Ich esse das Ding ganz auf. Ich verstehe gar nichts. Das ist mega lecker. Ich bin in Ordnung. Oh nein! Oh
Gott sei Dank, das hat geholfen. Ah, das ist viel zu heiß. Puh, es ist vorbei. Ich habe mir die Hände verbrannt. Du hast mich gezwungen, das zu essen. Hoffentlich hebt mir mein Hotdog die Laune. Sieht appetitlich aus. Ach ja, die Soße hätte ich ja fast vergessen. Schön viel drüber geben. Das nenne ich einen Hotdog. Ich muss ihn probieren. Wer ist da? What? Pass gut auf, Susie. Ich nehme dir dein Würstchen weg. Es hat geklappt. Klasse. Und jetzt noch die Spuren loswerden. Ich verstehe nur Bahnhof, da ist niemand. Na gut, zurück zu meinem Hotdog. Ein bisschen hart, aber lecker. Wo ist mein Würstchen hin? Wer hat es geklaut? Geklaut? Ist was passiert, Susie? I don't know. Willst du mir nichts sagen? Kommst du mir verdächtig vor? Tu das nicht, Susie! Hör auf! Ich gebe dir alles zu. Zu spät. Jetzt ist alles klar. Zurück zu meinem Imbiss. Das ist ja Schokosoße. Klasse. Sag, ich finde, hier stimmt was nicht. Verstehst du was? Nein. Vielleicht sollen wir genauer hinschauen? Dieser Feuerlöscher riecht so seltsam. Ich glaube, er ist essbar. Ich muss es überprüfen. Ich habe den Schlauch abgebrochen. Oh, das probiere ich auch. Ich kann nichts abbeißen. Der ist echt. Ich werde wohl hungrig bleiben. Vielleicht ist was Leckeres drinnen. Na, jetzt mach schon. Oh nein, das ist Schaum. Was ist los? Ich bin voll dreckig. Das kann schon mal passieren. Okay, ich glaube, ich bin den Schaum weg. Oh nein, hier ist noch was übrig. Am besten drehe ich den Feuerlöscher weg. Ich bin meinen Meer. Es wird Zeit für ein Imbiss. Oh, schmeckt das gut. Nichts kann mich aufhalten. Ich bin am Verhungern. Sei nicht so dramatisch. Du könntest dich für mich freuen. Ich will auch was probieren. Ein andermal. Okay, jetzt muss ich aber fertig werden. Seltsam. Lässt sich gar nicht so einfach abbeißen. Meine Zähne rutschen. Das klappt nicht. Ich muss mir was überlegen. Ich habe eine Idee. Ich schlag ihn in zwei. Sei vorsichtig, Susie. Alles unter Kontrolle. Ich hab's fast geschafft. Das reicht. Halt. Ist ja gut. Ich bin ja schon fertig. Wow, das sind ja riesige Stücke. Ja, alles Schokolade. Freu dich nicht zu früh, Susie. Ich besitze eine Waffe. Pack den Schlauch sofort weg. Sicher nicht. Das ist ein Überfall. Hä, hast du das gehört, Monika? Was für ein seltsames Geräusch. Sorry, das war aus Versehen. Was war das? Schokolade, na endlich gehörst du mir. Hallöchen, hast du mich vermisst? Gib das her. Das gehört mir. Oh Mann, fast nichts übrig geblieben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.